Hallo und herzlich willkommen zu Kingdom Come Deliverance. Ja, und wir sind immer noch auf der Suche nach Schatz Nummer 17. Habe ich mir notiert. So. Und da oben haben wir so eine Klippe, ne? Also hier, wo der Cursor jetzt ist. Und wenn ich dann mal. Oh Gott. Da ist auch so eine Klippe hier auf der Karte eingezeichnet. Da oben ist Rofna. Da müsste eine Hütte oder irgendwas sein. Gut. Ja, hier haben wir einen interessanten Ort entdeckt, der gar nicht mal jetzt so interessant ist. Also ich habe auf jeden Fall nichts da gefunden. Kann natürlich sein, dass ich da irgendwas übersehen habe, ne? Das will ich nie ausschließen. Löwenzahn. So. Ja, wir reiten mal weiter die Strecke lang, ne? Das ist echt ein. Was ist das denn da wieder für ein Ding? Ach komm. Das ist echt ein schönes Spiel, wirklich. Was ist das da wieder für eine Hütte? Wohl nur ein Heulager oder was? Keine Ahnung. Aber das Wetter lädt ja ein, so ein bisschen zum Sightseeing, ne? Ganz im Gegensatz zu. Komm, ich mach mit. Sind die Typen dann? Mehr hast du nicht falschen Zeit am falschen Ort. Junge! Ach Gott. Ich hab gedacht. Ja, so kann es gehen, ne? Aber egal, ey, für die paar Meter wollte ich jetzt keinen Retterschnaps gönnen. Ich muss wirklich mal so ein bisschen hier mit Bogen hantieren. Das muss ich mir mal merken.
habe erst gedacht, das wären irgendwelche Leute. Naja. Keiner mehr da. Aber hier ist eine Hütte. Hier ist die Klippe. Hier ist auch eine Brücke. Guck, hier kann ich schlafen und speichern. So. Also Brücke, dicker Fluss, Klippe und Roffner da oben. Ich würde sagen, wir sind am Ziel. So, und dann hinterm Haus. Grab. Wermut. Nimm mal mit. Wermut hat man noch nicht so oft. Okay. Mann, ey. Ein Eschenlangbogen 74 ist ja noch besser als den, den ich im letzten Schatzding gefunden habe. 222 Groschen. Eine Halskette für 1000. Magdeburger Kürass. Verzierte Reiterstiefel. Wer braucht Schlüssel 4? Und ein Würfel für ungerade Zahlen wieder. Sauber. Finde ich gut. So. Um mir jetzt aber mal einen Retterschnaps zu sparen, machen wir kurz das Nickerchen. Spiel gespeichert. Finde ich gut. Boah, das ist aber auch eine schöne Ecke hier, ne? Oh. Wunderschön, ne? Baldrian. Ein Distelchen. Was ist das hier? Nur ein Steg. Boah. Das kann was. Also. Hier würde ich wohnen bleiben. Egal. So. Wir gucken jetzt erstmal. Waffen.
Ja, der Eschenlangbogen kann mehr als der Eibenjagdbogen. So, Rüstung, edle Schuhe, die sind schlechter. Halskette. Ja. Beides dasselbe. Könnte ich wieder meinem Schatzi schenken. Der Magdeburger Kurass ist leider schlechter. Offene Beckenhaube. Z-Reiterstiefel sind auch schlechter. So, was haben wir denn da noch? Baldrian, komm ab. Satteltasche. Brennnessel, ab in der Satteltasche. Das Brot, das können wir mal kauen. Wie ist der denn jetzt schon wieder auf 100? Mit Brot wird man so satt. Okay. Distel, ab in die Satteltasche. Glückssträhne, Grabblumen habe ich immer noch. Gräser und Kräuter, Groschen, Halskette, Hirschleder, Johanniskraut weg, Kamille weg, Löwenzahn weg, Magdeburger Küras, Marathon 4. Ja, ich nehme an, wieso habe ich die Sachen noch? Habe ich die nicht hier für das komische Ritual da benutzt? Rezept für Ringelblumenaufguss sind. Kennmicheln. Rustikaler Eibenbogen. Salbei. Komm, weg. So. Gut, die drei Schatzkarten haben wir jetzt durch. Dann können wir die auf. Weiß ich gar nicht. Können wir die. Ja, könnten wir rein theoretisch, könnten wir die verticken. Verzierte Reiterstiefel. Da, wer braucht Schlüssel? Könnte ich, weiß ich nicht, hängt das von dem, von meinem Schlossknack-Skill ab oder von meinem Leseskill? Das weiß ich halt nicht, ne? Wofür ist denn der Wermutgeist eigentlich gut? Ein bitterer Kräuterschnaps, der deine Venen mit Stärke füllt, aber auch merkwürdigen Visionen führt. Deine Stärke und deine Fertigkeit Kampf sind für 10 Minuten. Oh, cool. Hätte ich beim letzten Mal benutzen sollen. Egal. So. Obwohl, ne, machen wir so rum. Ist schon in Ordnung. So, was haben wir hier? Ruheloser Geist. Frage den Apotheker in Ratei, ob er. Okay. Trifft sich gut. So, und ich habe nachgeschaut, ne, bei der ja, Trophäe, die einfach nicht hochkommt. Da steht, also Fettsack habe ich bekommen. 2 Tage überfressen sein habe ich bekommen. So, bei der anderen Trophäe steht allerdings 2 Tage und 2 Nächte nicht geschlafen. Ich habe nur keinen Plan. Also kann sein, dass ich da in der zweiten Nacht halt. Ja, von daher vielleicht mal morgens damit anfangen. Ich weiß es nicht. Es ist halt so eine bescheuerte Trophäe, ne? Weil wem passiert sowas schon durch Zufall, dass der 2 Tage am Stück wach ist?
Ja, aber trifft sie ganz gut. Ich glaube, ich komme gut in die Nacht an, dann kann ich eben bis zum Morgen pennen. Und da. Alles zu dir. Schatzi! Hör mal, wollen wir noch mal ins Heu? Ja, oder hier so. Noch mal so ein Gute-Nacht-Dingen? Theresa. 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 Solltest du dich nicht ein wenig zurechtmachen? Unser Abend zu zweit. Ah, ja. Ich muss dir noch danken, weil du mir mit der Wäsche geholfen hast. Bei dem Sturm hätte sie sonst wo landen können. Oh, du hast mir genug gedankt. Aber nächstes Mal suchen wir woanders Schutz. Stroh gelangt an Stellen, wo es nicht sein sollte und juckt dann wie verrückt. Heinrich, du Esel. Süßholzgeraspel scheint nicht dein Steckenpferd zu sein. Und was meinst du überhaupt mit nächstes Mal? Mich beschleicht das Gefühl, du hast etwas mit uns beiden vor. Wie siehst du das mit uns? Ich? Wenn du dich mal nicht wie ein Tumbaner aufführst, verbringe ich gerne Zeit mit dir. Du schimpfst mich einen tumben Narren? Ja, jetzt zum Beispiel bist du einer, weil du das ernst nimmst. Wie ich das mit uns sehe, nun ja, meine Antwort darauf ist, ich mag dich sehr gern. Ja, ich dich auch, nur warum stehst du hinter der Tür? Nun ja, wir werden zusammen sein. Als Paar. Und wenn die Zeit reif ist, werden wir heiraten, nicht wahr? Du bist ja ganz schön stürmisch. So macht man das aber nicht. Du hast recht. Ich würde ja bei deinem Vater um deine Hand anhalten, aber. Vater? Ja. Er würde dich verjagen. Jetzt bräuchtest du Onkel Pescheks Segen. Bei ihm hätte ich wohl auch nicht mehr Glück. Außer er könnte daraus Kapital schlagen. Und meine Mitgift wäre ein Sack Mehl. Ernsthaft, Heinrich. Wie stellst du dir das vor als Ehemann? Ich kenne dich doch. Du hältst es nie lange irgendwo aus. Ich habe viele Pflichten, aber ich mag dich wirklich sehr, weißt du? Und eines Tages. Ich weiß, du Dummerchen. Aber es ist noch zu früh. Treffen können wir uns allerdings. Und gern haben auch. Oh, eine Fickbeziehung. Kannst du meine Kleidung nähen? Jetzt im Ernst? Ich habe was, das genäht werden muss. Könntest du das machen? Na schön. Ich will nicht, dass du wie ein Landstreicher herumläufst. Zeig mal her. Teresa, komm. Komm, ich möchte wenigstens nur mal hier dein Gesicht sehen. Mädel. Ich habe etwas für dich. Nur für den Fall der Fälle. Man weiß ja nie. Hab Dank. Verbannt. Wollen wir irgendwo spazieren gehen? Es ist schon spät. Wir würden im Dunkeln heimkommen. Ein anderes Mal, ja? Okay. Wieso kann ich dir nichts mehr schenken? Gut, dann halt verticke ich das, ne? So. Mal gucken. Wer braucht schon Schlüssel? Auf den ersten Blick scheint die Kunst des Schlösserknackens unverzichtbarer Bestandteil der Diebesausbildung zu sein. Auf den zweiten Blick auch. Kann ich noch nicht lernen? So ein Shit. Gut, dann schlaf mal. Bis sechse. So, ja, komm aufstehen.
Ach, er ist schon wieder. Ich habe schon hier aufgepasst. Na egal. So. Und dann. So, dann haben wir einen Tag. Einen ganzen Tag. Und eine ganze Nacht. So. Und da machen wir das noch mal. Einen ganzen Tag. Und eine ganze Nacht. So, nur diese beschissene Trophäe kommt einfach nicht hoch. Pebble, du bleibst hier, ne? Ja. Eine Ringelblume. Eine Brennnessel. Die Kackmohnblumen, die sind immer noch unauffindbar. Ja, wir müssen ein bisschen warten. So, keine Angst, ne? Ich werde jetzt. Ich werde jetzt natürlich nicht damit den Zubadieren nochmal. Doofen Spruch gibt da ein. Gott schütze dich. Na, funktioniert. Ich bin an euren Diensten interessiert. Und was darf sein? Ich brauche einen Arzt, der meine Wunden versorgt. Danach ein heißes Bad und saubere Kleider. Du wirst es nicht bereuen. Ast rein. So, jetzt hole ich mir dann vielleicht nochmal ein Leckerli bei Theresa? Fragezeichen. Boah, da mache ich mir echt Gedanken, ne, was YouTube damit anstellt. Stimmt, bam, zensiert. Video nicht verfügbar. Wo ist die Hübsche? So ein Knacken? Ne. Was ist eigentlich Bursche, Lust auf eine kleine Wette fürs Rataya-Turnier?
Ne. Ah, Theresa. Würde ich dich nicht kennen, würde mir die Rüstung ganz schön Angst machen. Echt? Wollen wir irgendwo spazieren gehen? Sehr gerne. Alter! Hier am Wasser gefällt es mir. Aber warum bist du die ganze Zeit so still? Was treibt dich um? Du treibst mich um. Oh, inwiefern? Weißt du, dein Aussehen betört mich. Ah, du findest mich also hübsch? Ja, vor allem wenn du lachst. Ich habe befürchtet, du sagst, vor allem wenn du nichts anhast. Dann auch. Jetzt, wo du es erwähnst? Komm her, du Charmeur. Na gut. Zu Hause. Bis zum nächsten Mal, Heinrich. Bis zum nächsten Mal, Theresa. Kann ich dir echt nichts schenken? Ich wüsste gerne... Das wäre alles. Hast du einen Augenblick? Ich habe ein paar Fragen über Scarlets. Ich kann mich kaum erinnern. Na gut. Was willst du wissen? Och, wie hast du mich von Scarlets hergebracht? Herr Robart und seine Männer luden dich auf einen Karren und wir spannten eine alte Mähre davor, die Halunken zurückgelassen hatten. Die Männer eskortierten uns bis hierher. Gott segne sie. Was ist mit den Banditen? Herr Robart und seine Männer verjagten sie. Sie töteten ein paar, aber der Hühne, der dich fast umgebracht hätte, floh. Und Bishek auch. In Scarlets wird es lange nicht sicher sein. Okay. Warum nur hat Bishek das getan? Ich hatte nie viel für ihn übrig, aber das... Er war schon immer ein Dreckskerl. Kein Wunder, dass er sich denen anschloss. Wenn du wüsstest, was er mir angetan hat. Sag es mir. Als die Kumanen, wie man sie nennt, als sie kamen, stieß Bishek mich nach draußen und floh. Er opferte mich, um seine eigene Haut zu retten. Dieser Bastard. Wo ist das Schwert? Du hattest ein Schwert? Das ist wohl weg. Dieses Gesindel nahm alles, auch dein Pferd. Das Pferd kümmert mich ein Dreck. Es war sowieso gestohlen. Aber ich versprach Vater, das Schwert zu Herrn Ratzig zu bringen. Ich muss es zurückholen. Das kannst du nicht. Sei einfach dankbar, dass du noch lebst. Was ist mit den anderen Überlebenden aus Scarlets? Sie flohen nach Ratai. Und nicht alle Rataier sind sonderlich erfreut darüber. Und Matthäus, Fritz und Matthias? Johanka? Sind sie am Leben? Sie leben. Matthias soll beim Gestüt in Meerhojet sein. Johanka ist in Sasau. Und Fritz und Matthäus. Nun, du kennst sie ja. Sie stromern irgendwo umher und treiben bestimmt Unfug. Was ist mit Herrn Ratzig? Herr Hanusch, der Herr von Ratai, gab ihm seine untere Burg. Sie heißt Pirkstein. Er selbst lebt in der oberen Burg. Die Scarletser haben dort ihr Lager aufgeschlagen. Wie bist du diesen Kumanen entkommen? Ich dachte, es wäre aus. Aber ich nahm einem den Dolch weg. Verschlechtert? Und... Warte. Woher weißt du, was mir passiert ist? Tu ich nicht. Deshalb frage ich ja, wie du entkommen bist. Sie kamen zur Mühle und schlachteten alle ab. Gerade nochmal Glück gehabt. Und hoben mich als Letzte auf. Ich hatte Angst, aber als sie versuchten, mich zu... nahm ich einem den Dolch weg und schnitt ihre Kehlen durch. Sie waren überrascht. Dann floh ich durch die Minen. Tut mir leid.
Ich will dich nicht weiter belästigen. Genug der Fragen. Das heißt... Ah, ich habe wieder das Herz. Alles klar. Also haben wir dann doch das gemacht, was ich dann gehofft hatte. Leider ohne Animation, wie beim letzten Mal. Ah, dann habe ich so ein Video geguckt, ne? Da ist einer nach Rattay gereist, weil die Stadt existiert wohl heute noch. Und der hat sich dann eben auch hier die Burg Pirkstein angeguckt. Und die ist wohl heutzutage in Privatbesitz. Da habe ich mir auch gedacht, ne? Wie geil muss das sein, wenn du in der Burg sitzt und da wohnst und dann dieses Spiel zockst. Hör mal, möchtest du was kaufen? Ich hoffe, ich kann dir zu Diensten sein. Na, hoffe ich auch. Sei mit dir. Hast du denn auch büchertechnisch irgendetwas? Hast du nicht. Das ist äußerst. Und du kaufst auch nicht alles. Das ist... noch viel enttäuschender. Was ist hier mit dem Rüstungsheinz? Guten Tag. Gott segne dich. Ja, dich auch. Was kann ich für dich tun? Mir das Zeug abkaufen. Hast du denn noch Bücher? Speisen Herkules haben wir wohl schon gelesen. Puh, nix Großartiges. Edle Schuhe. So, ich hab... Boah, was? Du bist ein Arsch, ne? Halskette. Magdeburger Kürass. Modische Schlappen habe ich, glaube ich, schon welche in der links offene Beckenhaube. Verzierte Reiterstiefel. Komm. Weg. Edle Schuhe auch. Weg. Mehr willst du auch nicht hier käuflich erwerben. Gut. Dann sprechen wir den Preis. Dir doch mal ein bisschen Kohle abluchsen. Ist gut. So, das ist aber echt viel zu wenig. Ne? Also 1,6. Wie wär's damit? Nicht schlecht. Senke deine Ansprüche noch etwas und wir sind uns einig. In Ordnung. Na, Štadíček, nebo Štíček, daj jim pán Bůh nebesa. Požírali staré baby na trapáči do lesa. Alles klar. So. Karotten, ein Genuss für euch und die Familie. Zwiebeln, Kaulakieren. Ich check es nicht, warum krieg ich die bescheuerte... Was ist denn hier rumstehen? Ach so, den Ringelblumenaufkuss, den ich dir vertickt habe. Ja, den muss erst mal loswerden. Weißt du etwas darüber, wie man rastlose Seelen los wird? Du meinst von Toten? Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Kommt drauf an, wer fragt. Ich möchte nicht der Ketzerei bezichtigt werden. Ach komm schon, Konjasch. Du hast mir schon einmal geholfen, deshalb bitte ich dich abermals um einen Gefallen. Gut. Du hast recht, Heinrich. Ich werde ehrlich sein. Ich interessiere mich für das Okkulte und die Alchemie. Das sind mehr als nur Altweibergeschichten. Ich halte es für Wissenschaft. Mhm. Was brauchst du denn? Ich will einer Frau aus Ledetschko helfen. Der Geist ihres Nachbarn sucht sie nachts heim. Er sucht sie Nacht für Nacht heim. Was du nicht sagst. Wie interessant. Wiedergänger, Geisterwesen, verfluchte Seelen aus dem Totenreich? So ist es.
In Ihrem Haus spukt es. Oh ja, so würde es wohl ein Laie ausdrücken. Aber es gibt Zauber, mit denen man rastlose Seelen ins Reich der Toten zurückschicken kann. Genau das wollte ich hören. Kennst du diese Zauber? Nun, ich würde gern wenigstens einen davon kennen. Aber das einzige Buch, das sie lehrt, gehört leider zu den Libri Prohibiti. Keine Ahnung, was das bedeutet. Die Zauber stehen in einem verbotenen Buch. Es ist auf Latein verfasst und wird im Kloster unter Verschluss gehalten. Es heißt Liber de Mortuis, Necronomicon. Musst du noch mehr wissen? Willst du, dass ich das Buch stehle? Wenn du den Geist loswerden willst, hast du keine Wahl. Wenn du mir das Buch bringst, können wir den Zauber gemeinsam wirken, wo du doch kein Latein kannst. Gut, ich beschaffe das Buch. Du findest es in der Klosterbibliothek. Aber der Weg hinein ist nicht leicht. Tatsächlich kenne ich niemanden, der bisher ohne weiteres eingebrochen und dann entkommen ist. Ich versuch's. Also die Quest, die artet so ein bisschen aus, ne? Beschaffe das Buch mit dem Titel. Bist du das? Komisch. Gott sei mit dir. Wie kann ich helfen? Ich wollte ein paar Groschen geben. Überhack dir das Leben in Ratai. Schätze, uns aufzunehmen war gütig, aber dann überließen sie uns einfach uns selbst. Keiner schert sich einen Dreck um uns. Weißt du, was wirklich geschehen ist? Die Leute sagen, es wäre wegen dem Silber gewesen und weil Herr Rat sich zum König hält. Gott behüt dich. Ich kann sie bestehlen, aber ich kann ihr nichts irgendwie... geben. Wärme. Barends Frau. Berends. Der Herr sei gepriesen. Wie kann ich helfen? Verzeiht die Störung, aber das klang so, als hättet ihr vielleicht Hilfe nötig. Was? Nein. Was hast du gehört? Dass ihr ein paar Wertsachen... Falsch gehört. Nichts ist irgendwo versteckt. Und lass ja meinen Gatten in Frieden, verstanden? Wie du willst. Mach's gut. Okay. Hagen. Guten Tag. Und? Bist du mit deiner Köchin zufrieden, Meister Hagen? Zufrieden? Es ist der reinste Albtraum. What? Was ist denn los? Ich habe sie nach bestem Wissen und Gewissen ausgewählt. Kochen kann sie ja. Ihr Essen ist vorzüglich. Aber ihre Geschichten... Geschichten? Predigten trifft es eher. Über die Versuchung des Mammons, wie Jesus die Händler aus dem Tempel verbannte und dergleichen. Und Pater Franziskus hier, Pater Franziskus da. Zweifellos war dieser Mann ein Heiliger mit endloser Geduld. Aber sie kann kochen und das ist die Hauptsache, oder? Ja, die Forellen schmort sie in Wein und Gewürzen. Zugegeben, sie sind eines Königs würdig. Und sie erledigt auch den Haushalt. Hoffentlich verliert sie mit der Zeit das Interesse an ihren Predigten. Ja, irgendwas ist ja immer, ne? Also, scheint es doch ganz gut zu klappen, oder nicht? Naja, du hast mir zwar eine Köchin geschickt, aber... Und das wolltest du. Wie sieht es mit einer Belohnung aus? Glaubst du, du hättest eine verdient? Ja, aber sicher das. Selbstverständlich. Na gut. Hier, bitte sehr. Mach's gut. Fünf was? Groschen. Gott behüt dich. So, was hast du hier noch? Speisen des Herkules 2 haben wir schon.
Du hast nix. Ja, komm. Jetzt fratze das Brot. Kannst du haben. Das haben wir jetzt schon gelesen, ne? Hat er ja selber. Ich gebe keine Bücher ab. Ich behalte Bücher. Da habe ich hier Eiben Jagdbogen. Dann habe ich hier noch Gift, Glücksstrehenwürfel, Gräser und Kräuter haben wir noch nicht gelesen. Himmlisch. Hier Schleder. Ach, scheiße. Das brauche ich ja für irgendeine Quest, meine ich. Die haben wir auch noch nicht. Nackerwürfel, Nürnbergkurs, Retterschnaps. Rezept für Ringelblumenaufguss. Haben wir auch schon gelesen. Komm, kann weg. Da haben wir noch einen rustikalen Eibenbogen. Verpönter Würfel. Manchmal sind dir die Würfel gewogen, manchmal nicht. Dieser hier wahrscheinlich eher nicht. Gut, dann kommt er weg. Wer braucht Schlüssel? Ich habe 3 Würfel für ungerade Zahlen. Finde ich gut. So. Ja, dann lass uns mal einen Deal machen. Lass uns über den Preis sprechen. Ist gut. Komm, ich mag glatte Zahlen. Ist das genug? Schon besser. Etwas weniger und wir kommen ins Geschäft. Ach du. Endlich eine vernünftige Summe. Gut. Plus die 5 sind wir Party, sind wir bei 200. Ey, gib dem uns nur 5. Gut. So. Was haben wir denn dann in der nächsten Folge? Also hier ruheloser Geist. Ich muss da in irgendein Kloster. Das Kräuterweib bat mich darum. Beschaffe das Buch mit dem Titel Necronomicon. Ja, das Geile ist aber wieder, ich krieg den Apotheker angezeigt. Ja, das ist doch. Ist doch ein bisschen blöd. Solche befrage den hiesigen Vogt. Merojat. Warte mal. Ach, guck an. Neuhof. Da ist Schenke zur Waldwiese. Uschitze. Was war denn da eigentlich? Was ist das? Neue DLC-Quest. Aha. Neue DLC-Quest. Oh, auf so ein DLC hätte ich schon mal wieder Bock. Ich würde sagen,
das gucken wir uns in der nächsten Folge an. Kann man da direkt? Ne, kann man nicht. Gut, dann. Obwohl, das können wir jetzt nochmal machen. Aber wir haben ja gelernt. Wo ist er? Spiel gespeichert. Und dann auf nach Thalberg. Ich wette, war wieder absolut unnötig. Mein Retterschnaps. Aber wir haben ja genug davon. Und eigenartigerweise kann ich die Schatzkarten gar nicht verkaufen. Ist mir jetzt gerade in Sinn gekommen. Thalberg. Können wir Stefanie mal besuchen wieder. Ist auch mal was. Da. Vollkommen unnütz gewesen. Vollkommen unnütz. Gut. Dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und in der nächsten Folge gucken wir uns dann mal an, was das da für eine DLC-Quest ist. Ich wünsche euch was.